Während der Lieder habe ich gedacht, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was das Volk Israel erlebt hat. Danke nochmal für eure Lieder, auch für die Liederwahl, ist wirklich ganz genial gewesen. Guten Morgen miteinander, schön, dass wir den nächsten Teil können miteinander anschauen können. Und es wird, wie der Titel schon sagt, ziemlich wüst. Eigentlich würde ich lieber über das Thema predigen, das einem aufstellt, das einem motiviert. Aber gerade bei diesem Thema merkt man, es hat doch einzelne Sachen drin, die einem sehr deprimieren. Das Interessante ist, die Bibel redet ganz ehrlich davon. Sie nimmt euch nicht irgendein Blatt vor das Maul, sondern sie tut auch Schwächen, nicht nur an dieser Stelle, auch später, tut sie offen darlegen und sagen, schaut, so sind Menschen. Und aus dem Grund brauchen wir Gott. Und aus dem Grund brauchen wir auch Jesus, der sagt, schau, ich tue dir helfen, ich tue dich wieder weiterführen und ich helfe dir, dass du ein nächstes Hindernis viel besser überwinden kannst als das, was im Moment passiert ist. Darum ist es auch gut für uns, dass wir so einen Abschnitt anschauen, auch wenn es ziemlich deprimierend ist, dass wir dann daraus lernen und möglichst viel auch Substanz mitnehmen. Noch mal ganz kurz zum Sonntag vor einer Woche. Dort haben wir ja die Situation angeschaut mit den 10 Geboten und mit der Situation der Stiftshütten, also die der bewegliche Arbeitungsort. Und das sind, wie ich dort erwähnt habe, zwei ganz starke Beziehungselemente, die Gott einsetzt und sagt, schau, so nah möchte ich bei dir sein, so wichtig sind dir mir. Ich möchte eigentlich dauernd Gemeinschaft mit dir haben. Und wir haben sie in den Liedern ja sehr schön geantwortet und ich hoffe, dass das auch so ist, dass wir die Nähe zu Gott immer wieder suchen, weil die ist in unserer Umwelt, in unserer Prägung, in dem, wo wir drinstecken, ja nicht ganz so einfach. Wir werden von den verschiedensten Sachen ja hin und her gezogen und dann ist es schwierig, wieder einen Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, ja, Gott, ich möchte und ich will. Und darum ist es auch schön, wenn wir so Gottesdienst können miteinander feiern können, dass wir miteinander können aufs Wort Gottes hören, Lieder können singen, aber auch füreinander können beten und können sagen, hey, dir geht es jetzt nicht so gut, ich bete jetzt einfach für dich und möchte dich segnen. Das ist auch die Aufgabe, die Gott uns zugesprochen hat. Aus den Bibeltexten vom letzten Mal haben wir gemerkt oder gelesen, dass jedes von uns eine Priesterin oder ein Priester von Gott ist. Auf die Seite gestellt für ihn, reserviert für ihn, um ganz besondere Sachen zu machen, auch für Gott. Und das Zweite, was wir da sehen mit den Stiftshütten, da setzt Gott den Schwerpunkt und sagt, schau, so möchte ich mitten unter euch wohnen. Hier in der Gemeinde oder dann daheim in der Familie möchte ich mit drin wohnen. Und wir können auch mal so, die gerne basteln, so Stiftshütte basteln, so zur Erinnerung, aha, Gott ist mitten unter uns. Oder dann auch in der Ehe. Gott möchte mitten unter euch wohnen. Jetzt kommt eben der heutige Teil, das Volk Israel, das unterwegs ist. Und wenn ihr den Teil ein bisschen angeschaut habt, auch gerade auf den letzten Sonntag die verschiedenen Texte angeschaut habt, dann habt ihr sicher gemerkt, da kommen immer wieder gleiche Aussagen führen. Also ich habe jetzt hier aufgeschrieben, sich beschweren, bittere Vorwürfe machen, murren, vorwurfsvolles Hinterfragen. Das war eigentlich eine Tagesordnung vom Volk Israel. Da kann man sich vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig war. Seit dem Auszug aus Ägypten ist eigentlich das Volk dauernd am Motzen. Immer wieder findet sie etwas, das ihnen nicht passt, das ihnen nicht zusagt. Natürlich haben sie es nicht einfach. Also es ist eine Wüstenwanderung und da müssen wir uns vorstellen, die haben Durst, die haben Hunger, da hat es Staub rum. Also alles andere als irgendwie schön. Und der Trip ins verheißene Land, das ist nicht irgendein Wellness-Trip, sondern das ist ganz sicher schwerste Arbeit. Also von daher müssen wir ein Stück weit die Leute auch verstehen. Und mir wäre es vielleicht auch gleich gegangen, dass ich da eine ziemlich schlechte Laune kann, immer so mit einem Staubmaul rumlaufe und dann nichts zum Abspülen. Vielleicht wäre es mir ganz gleich gegangen. Aber was einem auffällt, das ist nicht nur ein Murren gewesen, sondern in den Muren hinein, und das war schwieriger, in den Muren hinein war auch Misstrauen. Misstrauen gegenüber Gott und Misstrauen gegenüber Mose.
Und das ist eigentlich schwierig. Es muss selber wäre noch gegangen, oder? Ich meine, wir dürfen unsere Klagen vor Gott kundtun und der Mose macht später in unserem heutigen Teil auch. Aber das Misstrauen, das dahinter steckt, das ist ganz, ganz schwierig gesehen. Und das Volk Israel hat immer wieder gesagt, wir wollen das so gern zurück nach Ägypten. Dort war alles so cool gesehen. Ich will euch mal zeigen, wie cool das dort war. Da steht, viele Jahre später starb der König von Ägypten, aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Also so cool ist es gesehen. Gott hörte ihre Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Ja, Gott hat die Israeliten nicht vergessen. Er kam ihnen zur Hilfe. Irgendwie hat das Volk Israel das völlig ausblendet und hat gesagt, wir würden so gern wieder zurückgehen nach Ägypten. Und wir lesen jetzt hier ganz, ganz anders. Manchmal hat es Gott mit uns Menschen recht schwierig. Und da in dem Text ist mir so vielen Stellen aufgefallen, die Szene, die wir heute anschauen, aber auch die Szene beim Volk Israel mit dem goldenen Kalb, wo die einfach einen anderen Gott haben wollen, einen sichtbaren Gott, damit sie irgendetwas haben können anbeten. Und Gott hat irgendwie die Nase gestrichen voll. Wirklich, es steht ihm da oben. Geht euch vielleicht manchmal auch so. Und dann sagt er zu den Israeliten, nun will ich einen Engel vor euch hersenden und die Kanaaniter, Ammoniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Ja, zieht nur in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Also, es klingt ja noch recht gut, oder? Und er schenkt sogar Hilfe. Und dann sagt er aber, ich aber werde euch nicht mit euch kommen, weil ihr so ein starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Wenn Gott das Boot verlässt, das ist eigentlich das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Das ist das Allerschlimmste. Wenn Gott das Boot verlässt, dann wehe uns. Und als ich das gelesen habe, bin ich im Moment still geworden. Und dann habe ich zu Jesus gebetet, Herr, hilf doch du, dass ich und wir als Gemeinde dich nie so enttäuschen, dass du das Boot musst verlassen. Da hat es Gott machen. Und der Mose gewusst, wie schlimm das ist. Wenn Gott nicht mehr da ist, dann sind sie auf Gedeih und Verderben irgendjemandem ausgeliefert. Und der Mose geht sofort hin und fleht zu Gott, ruft ihn an und ruft, bitte mach das nicht. Und Gott lässt sich umstimmen. Und Gott sagt, okay, weil du mir rufst, weil du mich so arbeitest, weil du dir suchst, du nicht dir zu lieb am Volk vergeben. Jetzt im heutigen Abschnitt schickt der Mose 12 Kundschafter ins verheißene Land. Aus jedem Stamm bestimmt der Mose einen Leiter. Und im Text steht, dass da bedeutende Personen sind oder Verantwortungsträger. Also das war jemand Wichtiges, der in das Land gegangen ist, der es auch beurteilen hat können. Und dann kommen die Kundschaft aus dem verheißenen Land zurück, sind völlig begeistert, was sie da erlebt haben, erzählen das auch. Und dann gibt es Aber. Aber. Und dann fangen sie einen zweiten Teil an und da verzehren sie das, was sie erlebt haben. Sie dramatisieren alle möglichen Widerstände und malen alles schwarz an. Nicht mehr von dem, was vorher geleuchtet hat, ist gut. Für sie ist alles schlimm und schwierig und gute Nacht. Natürlich, niemand behauptet, dass der Einzug ins Verheißene Land ein Kinderspiel wäre. Das stimmt überhaupt nicht, das ist ganz schwierig. Aber Gott hat doch ihnen versprochen, dass er vorausgeht, dass er ihnen hilft. Und er hat ihnen schon so geholfen bei den Ägyptern und auch bei anderen Situationen, wo sie völlig überfordert sie sind. Und jetzt malen sie alles schwarz an. Was passiert da? Das Murren beim Volk Israel ist so wie ein Virus,
wo der Glaube an lebendig Gott langsam zerstört. So wie ein Virus. Also das kennt man jetzt von körperlicher Gesundheit, so Viren, die einem dann ins Bett legen. Aber man kennt es natürlich auch vom Computer. Und so Viren, die machen ganz viel kaputt. Und so ein Virus hat das Volk Israel eingefangen. Und er hat angefangen, den Glauben an Gott kaputt zu machen. Und der ist immer stärker vorgekommen. Der Unglaube, der hat dann eigentlich nur noch auf die Sachen geschaut, und es sind sichtbare Sachen gewesen, wo sie als Problem gesehen haben. Und das sind tatsächlich heikle Punkte gewesen. Aber das Problem vom Unglauben ist, er schließt Gott aus. Das Problem vom Unglauben ist, er schließt Gott aus. Der Glaube hingegen, und das sehen wir beim Kaleb und beim Josua, die haben Gott vertraut, die haben auf ihn geschaut und auf seine Möglichkeiten. Natürlich sind die Städte gross und befestigt, aber Gott ist doch viel grösser. Natürlich sind die Menschen dort drin stark und vielleicht körperlich überlegen, aber Gott ist doch viel mehr überlegen. Und später, wenn wir an Jericho denken, wir können jetzt vorausschauen, wenn wir an Jericho denken, sehen wir, was für ein Kinderspiel das für Israel war, die befestigte Stadt, und die war gut befestigt, einfach so einzunehmen. Sie mussten ja nicht einmal irgendeinen Stein schleudern. Sie haben nur ein Arbeitungsteam gebraucht, oder? Und dann sind sie da um die Stadt herumgelaufen, an 7 Tagen, und das Zeug ist zusammengehalten. Noch ein bisschen Trompeten gespielt und so, ein bisschen gesungen, also völlig harmlos, das könnten wir auch, oder? Und das Zeug ist zusammengefallen. Aber der Unterschied von dort und von jetzt war Glaube. Die Kundschafter haben Gott nichts zutraut. Und der Virus vom Unglauben, der fängt eigentlich schon ein bisschen früher an. Wenn wir im 5. Mose 1 schauen, dort schaut der Mose zurück auf die Zeit. Und dann schreibt er dort rein, dass das Volk Israel verlangt hat, dass sie Kundschafter ins neue Land schicken sollen. Also das war eigentlich gar nicht die Idee von Gott. Weil Gott hat ja gewusst, wie das Land aussieht. Gott hat gewusst, was dort aufs Volk Israel wartet. Aber er hat eigentlich nur aus freundschaftlichem Gutwill oder Wunsch, hat er wegen dem Unglauben vom Volk Israel gesagt, okay, schickt die Kundschafter, die können gehen. Als Reaktion von dieser Verunsicherung, die die Kundschafter ausgelöst haben, lesen wir Folgendes. Darin steht, die Israeliten, schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Und jetzt kommt die Altplatte, die kennen wir jetzt schon. Wären wir doch nur in Ägypten, oder? Ah, wenn wir doch noch zu Ägypten wären, oder? Früher war doch alles so gut. Und dann geht es weiter. Oder hier in der Wüste gestorben, also recht krass, oder? Riefen sie, warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Das hat Gott erlebt, auch die Schimpfcharade, die da losgegangen ist von diesen Leuten. Ich kann euch sagen, Gott leidet unter dem. Gott ist das nicht einfach gleich. Gott perlt auch das Anklagen, das Murren perlt nicht einfach ab an ihm. Das verletzt sein Herz. Das macht ihn traurig, das enttäuscht ihn. Er hat so viel in das Volk investiert. Ständig und ständig wieder neu vergehen. Und er hat gesagt, okay, wir machen den nächsten Schritt. Und sie haben ihm immer wieder die kalte Schulter gezeigt. Und jetzt zieht Gott einen radikalen Schlussstrich. Er sagt dem Mose, diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt, wird hineinkommen. 10-mal haben sie nun gegen mich oder mich herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören.
Gott hat sogar mitzählt, vielleicht ist es aufgefallen, 10 Mal schon, oder? 10 Mal, das ist eine rechte Ladung. 10 Mal. Und jetzt sagt er, jetzt ist fast übergelaufen. Alle erwachsenen Personen dürfen nicht ins verheißene Land. Aus und vorbei. Die Frage ist, was wäre das Gegenteil von Murren? Was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil wäre Dankbarkeit oder auch Gehorsam. Beim Volk Israel können wir nicht gross helfen, auch nicht mehr korrigieren, das ist passiert, das ist Geschichte. Aber wichtig ist für uns, dass wir das für uns reflektieren und selber überlegen. Denn einerseits haben wir ja ganz viel Grund zur Dankbarkeit. Ich meine, der Wohlstand, den wir haben, ist ja erstens absolut spitze und hilft uns in ganz, ganz vielen Sachen. Oder das Zweite, was mir aufgefallen ist, das ganze Gesundheitssystem, das wir haben, an Ärzte und an Spitäler und so viel Medi. Also, und viele Medi helfen dir auch, nicht alle, aber viele Medi helfen dir auch. Und ich glaube, wir müssen irgendwie von uns spüren, dass mehr Dankbarkeit aus uns raus sprüht. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind für all das viele Gute, das wir haben, das wir in der Schweiz haben, sind wir gar nicht dankbar. Letzte Woche hat mir an der Tür wieder jemand geläutet. Das war jemand von Rumänien. Er war schon mehr da. Er hat anscheinend beim Jubiläum zuerst mal Kontakt gehabt zu uns. Dort hat ihm jemand geholfen. In der Zwischenzeit kommt er so in regelmäßigen Abständen. Will Geld. Einmal wollte er duschen. Dann habe ich bei uns duschen lassen. Zu essen gegeben. Und jetzt wollte er nach Hause. Und normalerweise tut er am Flughafen Musik machen und probiert Geld zu verdienen. Offensichtlich verdient er viel zu wenig. Hat daheim eine Frau und Kind, aber überhaupt keine Arbeit. Ich habe dann gesagt, du, das ist ja keine Lösung, wenn du einfach ein paar Monate zu mir kommst und dann stecke ich dir wieder etwas zu und dann gehst du wieder und dann kommst du wieder. Haben gesagt, du, wir können vielleicht probieren, irgendeine bessere Lösung zu finden. Auf jeden Fall haben wir wieder Geld gegeben und er ist wieder gegangen. Und er denkt, so schlimm. Ich meine, uns geht es so gut. Die meisten von uns kommen regelmäßig Lohn über. Also bei den Lehrlingen schon noch ein bisschen tiefer, aber bei den anderen ist er, also für Schweizer Verhältnisse doch echt höher. Ne? Und andere Menschen haben nichts und müssen betteln, an die Tür gehen, Leute, hättest du mal noch etwas, oder? Zuerst wollte ich gar nicht so viel geben und dann habe ich gemerkt, der braucht es jetzt einfach. Man muss ja manchmal schon rausgespüren, ob einem hineinlegt oder ob es einem nicht hineinlegt. Das ist ja noch eine schwierige Situation. Man denkt, uns geht es so gut und spüren wir die Dankbarkeit, spürt es den Nachbar, spürt es vielleicht die Hand von Freude oder von Dankbarkeit. Ich erlebe ab und zu auch ein Murren, wie wir es vorher schon gehört haben, auf ganz hohem Niveau. Da hat man mal irgendein Baby und das ist schon so schlimm. Dabei haben wir wirklich ganz viel Gutes. Vielleicht kannst du so bei deiner nächsten Unzufriedenheit, die dir auffällt, mal überlegen, ist dir jetzt gerechtfertigt? Bei der nächsten Unzufriedenheit mal überlegen, ist die jetzt gerechtfertigt? Oder habe ich nicht durch das, was ich habe, auch eine Beziehung, einen Lebensstandard, eine Beziehung zu Jesus, habe ich da nicht genug, um einfach zu sagen, du, das kann ich doch jetzt wegstecken. Das muss ich doch jetzt nicht beachten. Ich freue mich doch an dem, was ich habe und an den Leuten, die um mich herum sind und vor allem auch an der Beziehung zu Gott. Weil das ist absolut das Stärkste. Und es gibt Menschen, denen geht es ja viel, viel schlechter als uns, aber sie haben Jesus und das füllt ihr Herz ganz tief im Innersten. Aber zurück zu unserer Geschichte vom Volk Israel. Eben, die sind auch recht undankbar gewesen. Sie haben es aber auch schwierig gehabt. Und im Mittelpunkt steht sehr oft der Mose, wie wir es vorher schon gehört haben. Und ganz ehrlich, der Mann tut mir also auch sehr leid. Der Mann tut mir jetzt leid. Ich meine, der Job, den er hat,
den hat er ja nicht ausgewählt. Er hat ja nicht ausgewählt, sondern Gott hat ihm den zugeschoben. Er hat ja noch gesagt, ich kann nicht reden und ich würde das eigentlich gar nicht machen. Gott hat gesagt, mal, du machst es für mich, oder? Und dann kommt er ständig so unter die Räder. Wird genörgelt, wird kritisiert. Und wir müssen uns vorstellen, das ist ja nichts Konstruktives, was er erlebt. Da wird es einem völlig depressiv, wenn du immer dem ausgesetzt bist. Natürlich hat er auch ganz schöne Erlebnisse gehabt. Man konnte Gott hinten anschauen und mit Gott reden im Zelt und so weiter. Er hat auch ganz schöne Elemente gehabt. Aber mit dem Volk war es für einen Sack mühsam gewesen. Und tragischerweise geht ja das Murren in die Leitungsetage nur, oder? Der Aaron und Miriam machen ja auch noch mit. Und sie sagen dann, spricht etwa nur der Herr durch Mose, hat er nicht auch durch uns geredet? Also sie greifen den ganz frontal an. Und dann müssen wir die Reaktion von Mose anschauen. Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann. Demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Ich glaube, der Schlusssatz ist ganz wichtig. Gott hört da, wo wir sagen. Gott hat Aaron, hat Miriam gehört, Gott hört alles. Und für Miriam wird es ja dann ganz tragisch. Weil das eben so eine Rebellion war, so das Misstrauen, wird sie sofort aussetzig. Ihr Hut wird gerade weiss. Point. Also das, was sie erlebt, das ist ganz schlimm. Und ich glaube, wir müssen das für uns auch merken. Dass unser Reden, unser Handeln ganz wichtig ist, dass Gott alles hört. Er hört zum Beispiel auch alles Negative, wo wir über andere sagen. Nicht einmal dem persönlich, sondern über andere sagen. Das hört er. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir vorsichtig sind. Und wenn wir irgendeine Not, irgendein Problem haben, ist es wichtig, dass wir direkt auf die Person zugehen und das probieren zu regeln. An der Miriam sehen wir, wie schwerwiegend die Folgen gewesen sind. Natürlich, der Mose betet wieder und betet so inständig, dass sie wieder gesund wird. Der Mose selber steht unter einem wahnsinnigen Druck und er klagt das Gott. Und da merken wir jetzt, das ist das richtige Klagen und das ist auch richtig, dass er es macht. Er sagt nämlich zu Gott, warum tust du mir das an? Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Also er hat dann auch dementsprechend Wörter gewählt. Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Ich kann die Verantwortung für das Volk nicht länger tragen, alleine tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Also der Mose, der steht da ganz nah vor einem Burnout. Aber was wichtig ist, er vertraut Gott. Gott hört ihm zu und Gott hilft ihm. Gott trägt ihn durch. Der Mose erlebte oder hat ja schon viel früher noch schwierige Situationen erlebt. Bei diesen Situationen hat mich eine Person sehr ermutigt. Das war sein Schwiegervater. Er hat nämlich gemerkt, dass der Mose, wo er als Richter tätig war, total überfordert war. Jetzt der Jethro, der ist nicht hingegangen und hat dem Mose gesagt, ja, schau mal, wie du überfordert bist und das ist doch schlimm und so weiter. Sondern, und das hat der Mose ja vermutlich selber gemerkt, sondern er hat überlegt, wie könnte ich am Mose helfen? Welchen Tipp könnte er mich geben? Und er hat einen konkreten Lösungsvorschlag und der hilft dem Mose genial. Also da sehen wir noch einmal, die Aufgabe für dich allein ist viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Und dann sagt der Schwiegervater ihm, wähl doch du vertrauenswürdige Leute, die dich unterstützen, die dir helfen und dann tu doch du nur noch das Schwierigste anschauen. Und alles andere sollen sie machen. Aber die Jethro ist nur auf die Idee gekommen, weil er überlegt hat, nachgedacht hat und eben den Vorschlag gemacht hat. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Ich meine, in einer Gemeinde oder auch daheim oder im Job, in der Schule, da läuft ja nie immer alles rund. Es gibt immer gewisse Sachen, die man nicht abdecken kann, auch Bedürfnisse, die man vielleicht nicht stillen kann, die vielleicht schwierig wird.
Aber dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du dir überlegst, wie könnte ich jetzt konstruktiv einen Lösungsansatz bringen? Wie könnte ich jetzt da helfen? Was könnte mein Beitrag sein, um die Situation zu verändern? Weil eins ist klar, Mauern und Motzen, das ist ganz einfach, oder? Das kann jeder. Da muss man nicht einmal geschult sein dafür. Aber hinsetzen und überlegen, wie könnte ich jetzt konstruktiv helfen? Was wäre eventuell eine Lösung? Das ist viel, viel schwieriger. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich ganz bestimmt. Ich denke, wir machen eine Übung, oder? Wir sitzen alle so brav da. Wir machen eine Übung. Und so tue ich, es ist eine Reality-Show, oder? Ah, nein, nicht ganz. Ich tue euch ein reales Beispiel erzählen. Und ihr könnt dann, so das zweite zusammen, überlegen, wie würdet ihr jetzt in dieser Situation reagieren? Vor ein paar Jahren habe ich am Silvester oder dort an dem Silvestersonntag vergessen, die Jahreslosen rauszulegen. Das habe ich einfach vergessen. Dann habe ich das vergessen. Und ich habe das nicht gemerkt und am Schluss höre ich, wie jemand zu jemand anderem sagt, jetzt lassen Sie auch noch das weg. Spürt ihr Brisanz? Man spürt es, oder? Also ich habe es sofort gespürt und dachte, oh, leck, also, jetzt wäret ihr in die Situation, ihr würdet das merken, dass der Markus das vergessen hat und überhaupt vergisst er immer wieder Sachen. Ihr merkt jetzt das, welche konstruktive Lösung hättet ihr jetzt wieder im Punkt, weil euch wichtig ist, dass einmal am Silvester oder am Sonntag nachher die Jahreslosen aufliegen. Also das wäre euch sehr wichtig, oder? Das hat man dieser Person auch gemerkt. Aber welche Lösung würdet ihr jetzt ergreifen? Könnt ihr das mal kurz mit eurem Partner nebenzu diskutieren. Die, die keinen haben, müssen vielleicht einen suchen. Da hat es noch einen ganzen Lieben. Okay. Also die eine Lösung kenne ich, oder? Jetzt lassen Sie auch noch das weg, oder? Jetzt weiss ich nicht, sind ihr noch auf eine bessere Lösung, oder auf eine andere, sagen wir mal eine andere, die ein bisschen weniger schockiert. Wer hat einen Vorschlag? Wie könnte man die Situation, eben wenn es einem wichtig ist, und das Unwichtige lassen wir jetzt einmal weg, aber wenn es einem wichtig ist, Lotti? Das hat die Lust, später die Lösung. Gibt es noch andere? Sehr gut, das ist auch wunderbar. Das tönt so genial. Gibt es noch andere? Sehr gut, ja. Also ich gehe in die Buchhandlung, kaufe die Lösung, tue es an, tue noch Schocke rundherum legen und Chips und irgendetwas. Ja. Also es gibt so viele gute Ideen, ja. Also ihr merkt, das Einfachste ist zu sagen, jetzt lassen Sie das auch noch weg. Man tut sich dann eigentlich der Verantwortung herausnehmen. Oder aber überlegen, hey, wie könnte ich jetzt konstruktiv etwas machen? Und diesen Typen, die manchmal überfordert sind, Moses war auch überfordert, manchmal überfordert sind, einfach ganz genial helfen. Und dann sind die zufrieden und ich bin auch zufrieden. Ich bin wirklich auch zufrieden. Was verpasst das Volk wegen dem Mauern? Das ist noch eine letzte kurze Frage, die ich anschauen möchte. Sie verpassen das geniale Land für die nächsten 40 Jahre und sie schlucken eigentlich nur Staub. Sie schlucken Staub. Und das ist eigentlich schon nicht so hittig. Kundschafter beschreiben ja das Land so. Wir sind in dem Land gewesen, das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließt Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an und dann zeige ich immer Trauben, die es geerntet haben. Und ich habe jetzt ganz ehrlich noch nie so grosse Trauben gesehen. Die müssen das zweite tragen, so an einem Ast, oder? Eine hinten, eine vorne. Und die ist hier überall gelampet, also die muss irgendwie so gross gewesen sein. Absolut erstaunlich, oder? Absolut erstaunlich. Solche Sachen gönnt dir der himmlische Vater.
Solche Sachen gehen dir der himmlische Vater. Nicht verschwenderisch, sondern einfach als Geschenk, das ich dir mitgeben möchte. Petrus erwähnt im Neuen Testament dann auch so ein Geschenk, das er gegenüber Jesus erwähnt. Er sagt der Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur deine Worte bringen ewiges Leben. Also jedes Mal, wenn wir zu Jesus gehen, sind wir schon riesen beschenkt. Und einen Haufen anderes haben wir ja eh auch. Jetzt ist es interessant, das Volk Israel sieht sofort ihren Fehler ein, oder? Das ist schon mal gut. Also jetzt sind sie mal wirklich schlagartig einsichtig. Und sie müssen das sofort rückgängig machen und sagen, okay, morgen früh stehen wir auf, machen uns bereit ins verheißene Land. Und sie machen das auch, aber es ist zu spät. Gott hat die Türen zugemacht. Jetzt komisch ist, sie wollen eigentlich Türen aufdrücken, die Gott schon zugemacht hat. Also sie tun wieder gegen den Willen Gottes handeln. Komisch, das Volk. Aber Gott hat es ausgewählt. Ich weiss jetzt auch nicht ganz genau, warum. Aber vielleicht einfach, dass wir etwas lernen. Wir können mir daraus lernen, wenn dir Gott eine Türe öffnet, den Gang mutig Türen. Manchmal denkst du auch, oh, das schaffe ich doch nicht. Vielleicht musst du auch andere Kollegen, Kolleginnen fragen, was denkt ihr so bei Unsicherheit? Es ist auch gut, wenn ihr miteinander betet und sagt, ist jetzt das der richtige Weg? Das heisst ja nicht, dass jeder neue Weg a priori gut ist. Also ich kenne auch Leute, die ganz neue Wege wählen, aber da kannst du schon vom Schiff aus sagen, das ist falsch, oder? Frag bei Unsicherheit andere Freunde, die auch an Jesus glauben und bete mit ihnen. Und dort, wo du Gott vertraust, kann er dann ganz geniale Sachen mit dir machen. Türen aufmachen, weil er hat ja alle Möglichkeiten und alle Macht hat er. Bind Gott bewusst, ganz bewusst in deine Lösungen ein. Und da ist ja dann Glauben, oder? Unglauben ist ohne Gott und Glauben ist mit Gott. Wir selber müssen ja kein verheißenes Land mehr erreichen, so wie das Volk Israel. Und trotzdem müssen wir noch etwas erreichen. Das ewige Leben. Das müssen wir noch erreichen. Das liegt noch vor uns. Und es wird, da kann ich euch sagen, es wird fantastisch sein. Also viel mehr als das Land, in dem Milch und Honig fließt und riesige Trauben rum sind. Es wird in der Ewigkeit absolut genial sein. Und der Eingang zur Ewigkeit, der ist das Leben mit Jesus. Und darum als letzter Gedanke, setz alles dran, um dein Leben mit Jesus positiv und auch kreativ zu gestalten. Leb mit dem, setz dich mit dem auseinander, los auf ihn und was ganz wichtig ist, tu denn das, was er dir sagt und was er dir weitergibt. Und darum ist zum Beispiel auch das Lesen im Wort Gottes derart wichtig, weil das ist eine der ganz entscheidenden Quellen, wie Jesus kann reden und dir auch Sachen kann zeigen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir haben das Volk Israel einen weiteren Schritt begleitet. Es war ganz schwierig für den Mose, für das Volk. Aber du bist zu deinem Volk gestanden, auch wenn es manchmal ganz schwierig geworden ist. Ich danke dir, dass wir diese Geschichte haben für uns heute. Dass wir uns auch nicht über das Volk Mühen erheben, sondern einfach daraus lernen für uns persönlich. Es gibt sicher viele Sachen, auch, die du in meinem, in unserem Leben siehst, wo du eigentlich gerne anders stehen willst. Darum bitte ich dich einfach, dass du ganz konkret und deutlich auch reden tust und zeigen tust, was dir wichtig ist. Herr, ich danke dir, dass du uns so gern hast, dass du uns vor allem mal eine Ewigkeit bei dir willst haben. Und Herr, ich freue mich darauf, dass wir mal bei dir sein dürfen. Amen.